Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Kasi Brickborn und im heutigen Video geht es um die große Stadterweiterung Teil 1. Und damit wollen wir heute auch anfangen. Es gibt viel zu bereden hier. Also, los geht's. Ja, irgendwie muss ich ja diese 5,5 Quadratmeter erstmal mit Baseplates auslegen. Und ich hatte richtig Glück. Auf dieser Länge hier, von da nach da, passen genau 5 große Wangi-Baseplates rein. Nach hierhin kriege ich das schon irgendwie geregelt. Auch mit den Straßen und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es war eine ganz schöne Fuchtelei. Und ich musste auch sehr gut darauf achten, dass überall, so wie hier auch, immer diese 8 Noppen zwischen den Schienen sind, was der Hersteller ja regulär vorgibt. Na, es ist ja nun mal so. Deshalb habe ich überall diese grünen Abstandshalter erstmal dazwischen, damit es auch wirklich passt. Denn ich möchte nicht, dass sich die Schienen zu sehr auseinanderziehen. Also das muss schon einigermaßen passen. Dann habe ich einigermaßen festgeklickt, alles die ganzen Schienen. Ich glaube, das sieht erstmal richtig gut aus. Wir haben hier ein kleines Problem, natürlich, man sieht schon, hier sind viele Gleise, also muss ich auch viel Gleis mitmachen, wenn ich anfangen will und den Übergang hier gut gestalten möchte. Ich bin da hinten schon mal am Tunnel angefangen mit dem ersten Gleisbett. Ich werde mich jetzt hier weiter vorarbeiten. Es ist sehr, sehr viel. Eigentlich wollte ich ja ursprünglich mit der Streckenführung hier anfangen, dass wir hier so langsam höher gehen mit der Strecke. Ich muss schauen, wie weit ich heute komme. Also, ich mache mal weiter. Bis gleich. Also normalerweise filme ich ja diesen ganzen Kauderwelsch hier nicht, aber ich meine, sonst seht ihr ja nie so ein Durcheinander bei mir, aber es muss jetzt sein. Ich muss hier bauen. Ich habe richtig was fertig gekriegt. Ich habe hier die Gleise alle gemacht. Guckt euch mal die Menge an hier. Bis hierhin bin ich gekommen. Steine für Gleise sind alle, sind aber schon unterwegs bzw. bestellt. Ich hoffe auch unterwegs. Mir fehlen jetzt des Weiteren hier erstmal noch diese einmal 1 Schwellenteile, die habe ich hier, ja, da ungefähr ging sie aus, da war dann Ende. Aber das führen wir alles noch weiter. Dann fügen wir hier irgendwann nochmal ein bisschen Grün ein und so weiter, das kommt dann alles noch. Was ihr euch bestimmt gefragt habt, warum liegen hier so viele T-Kreuzungen? Ja, ich mache das folgendermaßen, ich werde die quasi überbauen, sag ich mal. Also diese Markierung hier wird überbaut, genau wie hier. Ich habe schon mal ein bisschen fertiggestellt, ich zeige euch das mal. Ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut zu sehen. Ich werde auch gleichzeitig diese Lightstex-Kabel mit verbauen, sodass man die Anschlüsse nicht sieht. Natürlich haben wir dann keine Markierung mehr hier. Aber was wir haben, ist einen tollen Wassereinlauf. Ich zeige euch das später nochmal genauer. Ja, deshalb, wie gesagt, die T-Kreuzung konnte ich somit noch super benutzen, weil es eh übergebaut wird. Auch hier wird der Bürgersteig ein bisschen breiter gemacht. Es ist nur ein Notbürgersteig, weil letztendlich soll es nichts anderes sein als eine kleine Industriestraße, die ja nur zum Bahnhof geht und hier dann letztendlich zum Frachthafen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen drüben weiterbauen in dem Stil, werde noch zwei Laternen eben einfügen und dann machen wir uns an die Zugstrecke. So, soweit bin ich jetzt erstmal mit dieser Strecke gekommen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Auch die Laternen sind schon beleuchtet. Ich wollte ja gucken, ob alles funktioniert. Oh, ich sehe gerade, da fehlt doch eine Plate. Das werde ich gleich nachfuckeln. Ja, warum habe ich hier diese Dinger hingemacht? Ganz einfach, weil ich natürlich hier auch wieder meine Bäumchen setze. Und wenn wir das dann hier und hier auch noch tun, dann lockert das wieder so ein bisschen auf, diese Industriestraße, sag ich mal. Und dann sieht das schon ganz gut aus. So, dann würde ich sagen, werde ich jetzt erstmal hier dieses ganze Chaos beseitigen hier. Und dann testen wir das mit der Zugstrecke, aber nicht das ganze Stück, sondern nur mal so 1,5 Meter vielleicht, um zu gucken, ob der Zug auch wirklich hochkommt.
Ach ja, da war ja noch was. Der YouTuber-Treff. Der erste, der heute bei mir einziehen wird in meine Stadt, ist Pauls Klemmbausteine. Herzlich willkommen, Paul. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Paul hat einen ganz tollen Kanal, stellt viele Sets vor, auch Alternativhersteller. Müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Den zweiten, den ich euch heute zeige und der hier einziehen wird, ist Brixenville mit leichten Startschwierigkeiten hier. Da ist er schon, Brixenville mit seiner tollen Lego City, komplett beleuchtet. Müsst ihr unbedingt auch mal reinschauen. Ich werde euch beide Kanäle auf jeden Fall in meiner Videobeschreibung verlinken. So, und jetzt geht's weiter mit der Steigung der Zugstrecke. So, da bin ich schon wieder. Und zwar habe ich jetzt nach jedem Gleisstück, was ja 16 Noppen lang ist, immer um einen Brick erhöht. Also ich finde, eigentlich müsste das locker schaffen. Wir testen das jetzt. Ich muss nur aufpassen, da drüben, da hört die Zugstrecke in der Luft auf. Also jetzt nicht zu viel Gas geben, dann klappt das. Zum Testen nehmen wir den TEE jetzt einfach mal. Das ist immer ganz praktisch. Ich fahre mal mit mittlerer Geschwindigkeit und dann schauen wir einfach mal. Aber jetzt langsamer werden, sonst verknallt er mir vorne runter. Also man sieht, diese Steigung ist überhaupt kein Problem. Und das ist auch noch eine gut realistische Steigung, finde ich. Und deshalb machen wir das so. Ich versuche mal mittendrauf auch loszufahren. Oh, der hat gerade mal. Na, jetzt hakt er. Jetzt noch ein bisschen mehr Schwung. Aber ist noch nicht die Hälfte. Also wir können hier, glaube ich, richtig loslegen. Nein! Als Zugvideo kommt heute nicht der TEE. Lasst euch überraschen. So, das war's für heute erstmal. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Denn im nächsten Video, denke ich, werden wir mal wieder ein bisschen angleichen an das Vorhandene. Wo und wie ich genau weitermache, weiß ich noch nicht. Kommt auch darauf an, wie die Steine kommen und so weiter und so fort. Was auf jeden Fall demnächst auch wieder eintreffen wird im nächsten Video, wahrscheinlich wieder ein paar Minifiguren für den YouTuber-Treff. Also, bis dahin. Tschüss.